Guten Morgen. Es ist Sonntag, naja, eigentlich schon Mittag. Und etwas später heute die News für einen Sonntag halt ohne Chaka. Keiner muss arbeiten. Warum jetzt mal wieder am Sonntag die News? Letzte Woche ist einiges liegen geblieben und auch kommende Woche werden zwei Tage wahrscheinlich ausfallen mit News. Dann denke ich mir, machst halt auch mal das Wochenende, also den Sonntag. Fangen wir an mit Amazon. Amazon hat in Amerika den Amazon Valentine's Shop gelauncht vergangene Woche. Dort werden insbesondere handgemachte und individuell gefertigte Produkte, die rund um das Thema Valentinstag sich bewegen, angeboten. In Deutschland ist es mir noch nicht bekannt, dass ein solcher Shop gekommen, also gelauncht worden ist oder auch, dass es geplant ist. Ja, vielleicht passiert es auch hier in Deutschland. Ich denke mir, dass Amazon grundsätzlich zum Thema handgemachtes und auch personalisierte Produkte echt noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Ja, vergangene Woche hat Idealo eine Studie herausgebracht, die sich damit beschäftigt, inwieweit die Konsumenten, also Verbraucher, schon digital denken bzw. sich mit Smart Home Produkten oder auch Sprachassistenten zurechtfinden und wie deren Haltung dazu ist. Die Studie sagt halt aus, dass eine große Anzahl der Verbraucher oder die Mehrzahl der befragten Verbraucher die Smart Home Produkte und halt auch die Sprachassistenten ablehnen, sich unwohl damit fühlen und sie wahrscheinlich nicht benutzen werden. Ich habe jetzt die Studie noch nicht auf Herz und Nieren geprüft, noch analysiert. Das heißt, ich kenne halt nicht die Gruppe derjenigen, die befragt worden sind. Aber gefühlt widerspricht sich das ein klein wenig, wenn wir die Verkaufszahlen des Smart Home Assistenten gerade vom Amazon Echo betrachten. Vielleicht liege ich da aber auch falsch und habe subjektiv, weil ich in der Branche verhaftet bin, einen anderen Eindruck. Aber so ganz, oder ich sehe jedenfalls einen Widerspruch oder fühle einen Widerspruch. Sollte man sich einmal anschauen, die Studie ist kostenlos abrufbar. Den Link zur Studie findet ihr unterhalb des Videos. Der CCO Philipp Schrader sagte denn dann auch, augenscheinlich ist der Onlinehandel in der digitalen Denke weiter vorangeschritten als seine Kunden. Ja, lieber Philipp, das ist so. Und das ist auch gut so. Denn es kann nicht sein, dass der Onlinehandel den Verbrauchern hinterher hinkt. Die Händler sollten in der Lage sein, vorauszuschauen und vorauszudenken. Und die Angebote sollten dann da sein, wenn der Kunde sie nachfragt. Und sie sollten nicht erst dann kommen, wenn der Kunde seine Wünsche geäußert hat. Also ein sehr schräges Zitat in meinen Augen. Heute früh hat eBay eine Pressemitteilung herausgegeben. Das dürfte insbesondere unseren Amazon-Experten Christian Otto Kelm freuen. Und vielleicht wird er ja noch zu einem wahren eBay-Fan. Alle 15 Sekunden wird ein Lego-Produkt auf eBay verkauft. eBay hat noch ein paar andere Zahlen zu Lego-Produkten zusammengestellt. Hintergrund ist, dass Lego 60 Jahre alt geworden ist. Und aus diesem Grund und auch weil Lego eine eigene Markenwelt auf eBay dieses Jahr gelauncht hat, ist wohl diese Pressemitteilung entstanden. Interessant hierbei ist, wenn ihr euch einmal die Markenwelt anschaut, dann macht eBay etwas ganz Feines. eBay hat den kompletten Lego-Katalog als PDF verlinkt. Wenn ich dann so manchmal in der Vergangenheit gesagt habe, nee, auch die Großen spielen keine Extrawurst, bin ich dann doch sehr überrascht, dass Lego in der Lage gewesen ist, das umzusetzen, dass ihr Produktkatalog als PDF auf eBay verlinkt ist. Hat mich ein klein wenig überrascht, werde ich mit Sicherheit aber auch nachher noch etwas zu schreiben. Grundsätzlich funktioniert die Markenwelt wie folgt, dass Lego in diesem Falle die Produkte von zertifizierten Händlern listen lässt. Es geht also hier im Wesentlichen nur darum, dass die entsprechenden Lego-Händler das autorisierte Händlerprogramm für sich nutzen und das zeigt gegenüber dem Verbraucher,
und dass es sich hierbei um seriöse Händler handelt. Die englische oder das englische Medium Daily Mail hat Amazon ein klein wenig kritisiert bzw. festgestellt, dass Amazon einen kleinen Shitstorm abbekommen hat wegen eines Dritthändlerangebots. Dort werden halt T-Shirts verkauft mit der Aufschrift Slavery Make Shit Happen. Das sind Kinder-T-Shirts. Gut, finde ich alles ein bisschen platt. In dem Moment ist es ähnlich, wie es damals gegen Real ging, weil die halt Zweiter Weltkrieg Devotionalien oder Nachbauten verkauft haben. Solange das Zeug unseren deutschen Gesetzen entspricht, das ist nicht fein, es ist auch im Prinzip nicht gut, was dort verkauft wird und es ist erschreckend, dass es Käufer gibt. Ändert aber nichts an dem Umstand, dass solange etwas der deutschen oder auch der europäischen Rechtsprechung oder Gesetzgebung entspricht, diese Produkte auch gehandelt werden dürfen und auch es mit Sicherheit als falsch zu bewerten ist, dass die Marktplätze halt auf öffentlichen Druck reagieren und die Produkte runternehmen. So kann das meines Erachtens nicht funktionieren. Wenn sich jetzt eine bestimmte Menge an Menschen findet, die rosa Blumen nicht gut finden, dann kann es nicht sein, dass rosa Blumen vom Marktplatz verschwinden. Dafür haben wir Recht und Gesetz und unsere Demokratie und unsere Grundordnung sollte das aushalten können. Eine Frage habe ich an euch. Ich bin von AMZ Finder angeschrieben worden, ob ich über die etwas schreiben möchte. Ich kenne das Produkt nicht. Von daher, hat einer von euch Erfahrung mit AMZ Finder? Wenn ja, wäre das super lieb, wenn er mir per PN oder auch unterhalb des Videos einfach mal seine Erfahrungen wiedergibt. Ina Steiner von E-Commerce Bytes hat einen sehr schönen Erfahrungsbericht einer eBay-Händlerin veröffentlicht, welche es erste Mal über den Facebook-Marketplace verkauft hat, und zwar ein Fake-Produkt. In diesem Falle führte es dazu, und das wunderte die Händlerin, dass sie sofort mit ihrem eigenen Account dauerhaft suspendiert worden ist. Sprich, sie hat ihren privaten Account, mit dem sie mit allen möglichen Menschen vernetzt war, in allen Gruppen präsent war, verloren. Sie klagt halt an, dass sie nicht die Chance hat, dass das wieder rückgängig gemacht werden könne, da das halt ihr erster und einziger Verstoß gewesen sei. Das relativierte sich dann aber recht schnell, denn sie erkannte halt auch, dass sie, als sie das Produkt gelistet hat, sie die Funktion genutzt hat, dass man seine Artikel in allen Verkaufsgruppen, in denen man Mitglied ist, darstellen lassen kann. So dass dann folgerichtig der Verstoß halt häufiger gezählt worden ist. Ja, zwei Dinge, die da überraschend sind. Zum einen, dass Facebook so konsequent ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist überhaupt die Erkenntnis interessant, dass Facebook so gegen Markenrechtsverletzungen vorgeht. Ich glaube nicht, dass das hier in Deutschland schon so der Fall sein wird, aber in Amerika scheinen sie das wohl sehr ernst zu nehmen. Diese Woche schrieb mich dann auch ein Händler an, der eine neue, in Anführungszeichen alte Betrugsmasche entdeckt hat bzw. festgestellt hat, dass diese Masche im Augenblick wieder in einem hohen Maße praktiziert wird. Sie funktioniert wie folgt. Bei euch kaufen neue Accountanmeldungen mit durchaus bekannten Anschriften, also mit Realpersonen, auf Rechnung. Soweit so gut. Diese gehen halt durch die Prüfung durch bei PayPal respektive eBay. Ihr verschickt die Ware, es werden hochpreisige Produkte bei euch eingekauft, hochpreisige Produkte, die ihr normalerweise so nicht in dieser Häufigkeit verkauft. Und wenn ihr euch dann einmal anschaut, werden die an eine und dieselbe Anschrift versendet. In diesem Fall ist es, glaube ich, ein DPD-Shop in Düsseldorf. Ja, welche Idee steckt dahinter? Da nutzen halt die Betrüger Realdaten von Menschen, die eine gewisse Kreditwürdigkeit haben, probieren es so lange, bis am Ende des Tages ein Rechnungskauf möglich ist. Sie holen die Ware dann im Shop halt ab und betrogen ist dann am Ende des Tages der Zahlungsdienstleister. eBay und auch PayPal ist es bekannt. Ich denke, zumindest speziell für diesen Fall, speziell für diese Adresse, wird hier in dem Fall wahrscheinlich jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Gut, das war's mit den Sonntag-News. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen
entspannten Sonntag im Kreise eurer Familie und wir hören uns dann morgen früh mit den News wieder. Bis dann, tschüss!